Ja, wir sind hier vor dem 140. Stadtderby VfB gegen Phoenix zusammen mit Manni Bomke links und Holger Behnert rechts, die in der VfB-Historie prägende Figuren auch in Stadtderbys waren. Manni in den 60er und 70er Jahren fast alle Stadtderbys mitgemacht. Holger das letzte Derby-Jahrzehnt sozusagen in den 80ern miterlebt als Kapitän auch. Holger, du warst Kapitän beim letzten Stadtderby 1989. Kannst du dich daran erinnern? Ja, wir hatten ja eben gerade ganz kurz im Vorfeld drüber gesprochen. Also, ich kann mich natürlich an einige Spiele erinnern, aber letztendlich an dieses letzte Spiel kann ich mich nicht dran erinnern. Das war ja auch, wie schon drüber gesprochen, war ja eins der klaren Sieger des VfB, obwohl es eigentlich in den Jahren zuvor ja eigentlich immer sehr, sehr eng zuging. Aber an das letzte Spiel kann ich mich persönlich im Moment gerade nicht erinnern. Nee, das ist, glaube ich, auch nicht schlimm. Es waren 5 zu 0. Es war kein erinnerungswürdiges Spiel, waren auch nur 2000 Zuschauer hier. Und Phoenix ist am Saisonende abgestiegen. Du hast es eben schon gesagt, die Spiele davor waren im Prinzip diejenigen, an die man sich mehr erinnert. Da sind wir im Vorfeld auch ganz schnell auf eins gestoßen, das besonders erinnerungswürdig war in deiner Zeit. Ja, 7 zu 5. daran kann ich mich natürlich erinnern. Wie du eben schon sagtest, hatten wir im letzten Spiel um bei 2000 Zuschauer. Zu dem Zeitpunkt waren das ja eigentlich von den Zuschauerzahlen, waren es ja eigentlich immer diese Richtlinien, die wir irgendwo hatten. Und in diesem legendären Spiel, meine ich, waren es also ein paar mehr Zuschauer, wo wir einen Sieg einfahren mussten, um in die Aufstiegsrunde zu kommen. Und hatten ja also volles Haus auf der Lohmühle und das Spiel ist letztendlich ja 7 zu 5 ausgegangen, was ja sehr untypisch für ein Punktspiel ist. Ja, und auch einen dramatischen Verlauf hatte mit den Toren erst in den letzten beiden Minuten. Zwischendurch noch Kai Hering für Phoenix vom Platz geflogen. Kai Hering ist übrigens derjenige, der das letzte Tor in einem Derby geschossen hat, dann das Jahr darauf für den VfB dann aber. Da habt ihr schon zusammen hier für den VfB gespielt. Ja, kann ich mich auch im Nachhinein ganz gut daran erinnern, dass Kai vom Platz geflogen ist. Der hat eine kleine Streicheleinheit dem Schiedsrichter auf seinem Hinterteil gegeben und wir waren abends zusammen. Wir kennen uns ja nun alle oder kannten uns zu dem Zeitpunkt alle, weil das war ja auch alles Lübecker Spieler, Phoenix VfB. Das waren nicht viele Auswärtige, sondern viele aus dieser Umgebung. Und nach dem Spiel kann ich mich ganz genau daran erinnern, weil wir mit Kai auch noch zusammen ein oder zwei Bier hingetrunken haben. Und da kam diese Situation natürlich etwas häufiger auf den Tisch, ja, richtig. Manni, du bist kein Lübecker, aber inzwischen 57 Jahren ein Lübecker geworden. Du hast eben schon erzählt, quasi dein erstes Spiel hier auf der Lohmühle war schon eins direkt gegen Phoenix. Ja, das war ein Freundschaftsspiel. Das war ja 64, als ich hierher kam. Hier auf der Lohmühle, das war das erste Spiel, was wir 5-0 gewonnen hatten. Und selbst bei Freundschaftsspielen gegen Phoenix war damals auch schon ganz gut was los. Keine 10.000, aber Ja, zumindest ein paar nein, tausend nein, Zuschauer waren da aber es dabei, waren so oder? 3.000, 4.000, waren es schon. Nur, ich muss vielleicht was anderes sagen danach, als ich da mit beim Training war und da hatte man mich erstmal eingenordet, warum das so wichtig ist. Man kann sich hier alles erlauben, aber gegen Phoenix darfst du nicht verlieren. Zuerst habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht und so weiter, bis ich dann, ich kannte ja Zuschauer aus Bremen, naja, 1500 oder so, dann Amateure da. Und hier war schon was anderes, sondern das hat mir an und für sich wollte ich sowieso immer gewinnen, ob das nun Phoenix ist. Ich hatte noch nicht diesen. Das habe ich ja später erst gemacht, warum das so war und so, weil der VfB war ein Arbeit, sozusagen Arbeiterclub und die anderen, das waren schon die Höhergestellten und Professoren, Lehrerschaften und so weiter und so fort. So wurde uns das damals immer erzählt, Ja, ja. und ja, ich bin eigentlich automatisch da reingekommen und so, ja, wenn es denn hieß Phoenix. Es war eigentlich nicht anders, aber vom Umfeld her schon, also es ging auf Arbeit, wie gesagt, schon los. Und das waren sowieso alles VfBer Muss da. man vielleicht einhaken, du bist in den 60er Jahren hier zwar in der zweithöchsten Spielklasse unterwegs gewesen, aber Ja. Profi warst du nicht, sondern du hast nebenbei bei Nee, den nee. Stadtwerken gearbeitet.
gearbeitet. Ja, ja, nee, von dem Gehalt hier, was wir hier gekriegt haben, da konnte man wirklich nicht leben. Nein, man hatte mir auch diesen Job bei den Stadtwerken besorgt. Naja gut, im Endeffekt habe ich da lange Zeit gearbeitet, 36 Jahre. Aber das war auch immer so, wenn wir Training mal so zwischendurch hatten, dann konnte man das bei den Stadtwerken, dann konnte ich los und trainieren und naja, musste die Stunden dann irgendwann wiederholen, aber das lief eigentlich ganz gut. Deswegen haben sie mich auch hier runtergebracht. Ja. Aber es war eine schöne Zeit. Bei den Derbys, das wird euch beiden so ergangen sein, dass im Vorfeld der Spiele darüber schon geredet wurde. Auf der Arbeit, auf der Straße, im normalen Alltag. Das war schon anders als bei normalen Punktspielen, oder? Mit Sicherheit war das anders, gerade wenn es gegen Phoenix ging. Hinzu kommt ja eigentlich auch, dass beide Mannschaften auch Spieler untereinander getauscht haben. Es haben ja einige Spieler beim VfB sowohl wie bei Phoenix gespielt. Also war das schon immer ein großes Thema. Was Manni jetzt eben sagte, oder zu dem Zeitpunkt war es damals ja noch mehr Faszination. Auch das Zuschauervolumen war ja noch also erheblich größer und ich glaube auch die Emotionen waren noch erheblich größer. So, was wir in den letzten Jahren dann eben erlebt haben, war immer dieses typische Derby, was natürlich auch absolut dazugehört. Aber ich glaube, die Rivalität war früher noch erheblich größer. Und wir haben ja im Vorfeld auch über ein paar Geschichten gesprochen. Da gibt es ja ein paar Anekdoten, die sind ja einfach herausragend. Und man kann da eigentlich heute noch immer drüber schmunzeln. Wenn ein Platzwart von uns nicht zum Punktspiel mit zum Phoenixplatz kommt, weil er nicht die Travemünder Allee langfährt, dann ist das schon was ganz Besonderes. Also jetzt kann man natürlich drüber schmunzeln. Auch damals haben wir drüber geschmunzelt. Aber da war eine große Rivalität, war schon da. Ich glaube aber auch in den Jahren zuvor waren die Emotionen noch größer. Da musstet ihr eure Sachen dann selber waschen nach dem Derby oder wie war das? Es musste ein anderer einspringen und wie wir dann nach dem Spiel... Ich hoffe oder ich glaube, es war erfolgreich, denn die VfB-Fahne unten bei Eitel Boßmann im Clubheim ausgerollt worden ist. Ja, da war da schon immer was ganz Besonderes. Also es war schon schön. Mandy, zu deiner Zeit waren die Spielerwechsel, die Holger angesprochen hat, zwischen den Vereinen noch gar nicht so üblich. Da war es schon so, Phoenix war Phoenix und VfB war VfB, oder? Das ja, kam erst später. Da war diese Art Sachen, aber in dieser Zeit ist nur einer von Phoenix zu uns gekommen. Und Rudi Schnauer. Und da kann ich auch noch, das habe ich hier auch das erste Mal erlebt, der arme Junge kam zum ersten Training und hatte ein Trikot von Phoenix an meinem Adlerbrust. Und als Torwart musste ich ja schon immer eine Stunde vorher und die machten sich dann da schon warm und ich konnte mich erst noch ein bisschen ausruhen, hatte da auch so gar nicht drauf geachtet. Mit einmal war da ein Kreis um ihn rum und dann war ein Gewühle da drinnen. Ja, und mit einmal liefen alle wieder auseinander und Rudi Schnau, der war total fertig, hat aber kein Hemd mehr an, das Hemd war weg und da hatten sie eine grüne Jacke übergehängt und sowas alles da. Da haben wir nachher immer noch so, ich habe immer nur gesagt, was machen sie denn mit ihm? Also das war so die Sache, also pass mal auf, du warst mal bei Phoenix, aber jetzt bist du beim VfB. Aber das von uns, also ich kann mich nicht daran erinnern, in der Zeit, in meiner Zeit, wo ich hier auch noch gespielt habe, dass da einer gewechselt hat nach Phoenix. Heiner Mattes, der kam auch noch von Phoenix. Aber vom VfB zum Phoenix, das war in dieser Zeit unmöglich. Also dann warst du auch erledigt hier in Lübeck. Wenn du jetzt so drüber nachdenkst, ihr habt zu der Zeit sowohl Phoenix als auch VfB in der zweithöchsten Klasse gespielt, teilweise auch oben mitgespielt. Mhm. Was war denn los, wenn man am Ende ein Derby verloren hatte? Oder umgekehrt, was war los, wenn man ein Derby gewonnen hatte? Wie lange musste man sich das anhören oder wie lange wurde einem noch auf die Schulter geklopft? Naja, ich meine, gut, eigentlich war das immer so, dass die Zuschauer erwarteten, dass ja, VfB schlägt Phoenix, weil das ja wohl auch eine lange Zeit so war. Aber wie gesagt, das waren, wie Holger ja auch schon sagte, manchmal enge Spiele, die wir hatten.
Und wenn du das Spiel gewonnen hattest, dann war ja sowieso gleich alles höi. Da ging ja die Post ab und wir sind die Größten. Nicht nur bei den Zuschauern, ne? Also auch bei den Spielern. Ne? Ja, aber ich habe gegen Phoenix, ich weiß nicht, zum Schluss nachher ein oder zwei Spiele verloren. Alle anderen haben entweder unentschieden gespielt oder gewonnen. Aber unentschieden war für die Zuschauer auch noch in Ordnung. Das haben sie noch akzeptiert. Aber eine Niederlage, ja, das war nicht so gut. Aber das war auch schon ein bisschen später. Da waren nicht mehr allzu viele da, aber da hat es richtig Zoff gegeben. Ne? Also da musste man schon sehen, ja, heute geht man gar nicht erst unten in die Schwemme oder geht man lieber oder woanders hin und trinkt da noch ein Bier. Also das war schon bitter, vor allen Dingen, wenn du den Mut hast, zur Arbeit kamst. Bei den Startmännern, das waren sowieso alles, also zu 99% VfB. Ja, da musste ich mir schon ganz schön was anhauen. Dann habe ich auch immer versucht, in irgendeiner Ecke wegzukommen, aber das hatte sich in so einer zwei, drei Tagen, hatte sich das dann wieder erledigt. Aber das war einfach so, war immer. Zu deiner Zeit auch noch, Holger, dass diese Ergebnisse, Reaktionen auslösen? Also man hört es ja von Manni schon raus, diese Geschichten, so extrem war es also letztendlich bei uns also nicht mehr. Natürlich hat man im Vorfeld und auch nach dem Spiel drüber gesprochen, aber dass man das Päckchen eigentlich noch mit zur Arbeit genommen hat oder sowas, das war eher weniger eigentlich der Fall. So, und diese Spiele und wie auch gesagt, damals war es verpönt, glaube ich, den Verein zu wechseln. Bei uns war das teilweise nicht gang und gäbe, aber ich habe ja mit einigen hier beim VfB zusammengespielt, die nachher auch bei Phoenix gespielt haben oder andersrum. Da war das also nicht mehr so extrem. Deswegen ist das für mich immer faszinierend, diese Geschichten zu hören, weil ich glaube, das toppt das eigentlich immer nochmal obendrauf, diese Verbundenheit mit dem Verein letztendlich, was es natürlich heutzutage auch noch gibt, aber ich glaube, diese Dramatik war nicht mehr so extrem. Die Spieler unter sich, zu deiner Zeit sagtest du das eben schon, ja, dass ihr euch vernünftig verstanden habt. Auf dem Platz wurde wahrscheinlich auch um jeden Zentimeter gekämpft, aber drumherum, hinterher hat man auch gemeinsam ein Bierchen getrunken. Ja, also das auf jeden Fall. Und wir haben schon auch ein paar Namen genannt, die beim VfB und bei Phoenix gespielt haben. Sind jetzt noch meine mitbesten Freunde, sage ich mal. Also da war dann die Rivalität nachher außerhalb des Platzes nicht da. Auf dem Platz natürlich, ganz klar. Ja. Und da waren ja auch ganz klare Ziele abgesteckt, die Ziele des VfB Lübeck, eigentlich immer wieder höher zu kommen. Ich bin aus der A-Jugend zum VfB gekommen, wie man damals abgestiegen ist. So, und da ging es ja jahrelang eigentlich darum, wieder eine Klasse höher zu spielen. So, und dann war natürlich die Rivalität da. Ist ganz klar, aber außerhalb nicht mehr so extrem. Das passte. Also man konnte sich mit denen auch gut unterhalten. Das waren alles nette Typen, wie Peter Nugli oder Johnny Eden, Jule Stas. Man hat sich ja öfter mal getroffen und so. Das lag ja sicherlich auch daran, weil das waren alles welche, die wohnten hier im Lübecker Raum. Und da hat man sich oft getroffen und wurde geflaxt. Aber wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, ja, wenn es auf den Platz ging, dann waren wir nicht so die richtigen Freunde. Aber es ist nie ausgeartet oder das war schon in Ordnung. Die Spiele, ja, haben Spaß gemacht. Also da war immer was drin. Vor allen Dingen, du hattest immer eine volle Hütte. Ist egal, wo du gespielt hast. Kann man sich heute kaum noch vorstellen, dass irgendwie auf dem Phoenixplatz 12.000 bis 15.000 Zuschauer waren und hier waren es dann bis zu 20 in den 50er und 60er Jahren. Ja. Ich glaube aber auch, die Verbundenheit war eine größere. Die Verbundenheit zum Verein war eine größere. Es ist der Lauf im Moment. Ist ganz normal, dass man sich Spieler auswärtig holt und das ist ganz klar. Aber zu dem Zeitpunkt oder auch zu meinem Zeitpunkt eben auch noch, waren jetzt ja überwiegend Spieler, die aus der Region kommen. Und ich glaube, dann ist eben ein Derby immer noch was ganz, ganz Besonderes, weil die über Jahre diese Faszination des Derbys eigentlich so mitbekommen haben. Natürlich wird es beiderseitig vom Verein oder von den Zuschauern natürlich ein bisschen aufgepusht, das ist ganz normal.
Aber ich glaube, kommt man aus einer Region und spielt bei einem Verein, dem man jahrelang verbunden ist, ist es immer noch zusätzlich etwas Größeres. Für die beiden. Für beide Vereine und für die Spieler natürlich auch. Ne? Heute ist es im Prinzip für beide Mannschaften so, dass sie das gar nicht so erleben können, selbst wenn sie aus Lübeck und Umgebung kommen, weil es dieses Spiel einfach jahrelang nicht in der Brisanz gegeben hat. Wie würdet ihr das einordnen? Hat das oder verändert das so ein Derby oder wird das am Freitag, wenn es hier losgeht und die Hütte voll ist, wird sich das dann automatisch übertragen, auch auf die Jungs, die das vorher nur erzählt bekommen haben? Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ich will das nur bei uns, wurde vor diesem Spiel, wenn wir in der Kabine waren und Mannschaft wurde aufgestellt, und wir waren damit durch, denn da wurde nie richtig gesagt, und ihr müsst doch, und ihr kommt Phoenix und was weiß ich. Ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, war das Lukas oder irgendeiner sagte, was ich noch sagen wollte, wir spielen heute gegen Phoenix. Das war, da war jeder Spieler schon, naja, kommt Phoenix wie immer. Da brauchte und man gar nicht viel sagen. Da brauchte man als Trainer nicht noch sagen, und ihr wisst, worum es geht oder was weiß ich auch immer. War überhaupt nicht. Das ging los, war klar und dann knallte das. Und hinterher war alles wieder gut. Und deswegen sage ich ja auch, ja, wie will man jetzt diesen beiden Mannschaften, das sind ja nun alles ja, junge Leute, die von überall herkommen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man denen das jetzt gleich eintrichtern kann, dass das was Besonderes ist. Also schon gar nicht, denk mal an früher oder was weiß ich auch immer. Ich weiß nicht, ob die das gleich schlucken oder umsetzen können. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil das bei uns anders war. Ja. Anders wird es definitiv sein. Andererseits, wenn man jetzt sieht, wir sitzen hier jetzt 2 Tage vor dem Spiel und der Vorverkauf ist, glaube ich, im Moment gerade bei 4.900 oder irgendwie sowas. Da spürt man als Spieler doch schon, wenn man merkt, die Leute kommen, wenn man trainiert, stehen die Leute Schlange und kaufen Tickets. Das kribbelt dann schon ein bisschen, oder? Das glaube ich. Also dafür ist aber jetzt auch jeder Spieltag ganz, ganz wichtig, gerade in dieser Liga. Erstmal ist es ja schön, dass wir dieses Derby wieder haben, dass Phoenix das also auch geschafft hat, hier wieder hinzukommen. Natürlich ist es schade, dass VfB es nicht geschafft hat im letzten Jahr, was keiner so richtig mitbekommen hat, in der dritten Liga zu bleiben. Aber ich kriege das ja auch in diesen Tagen mit, ob in meinem Bekanntenkreis oder im Umfeld, dass viele, viele über dieses Spiel sprechen. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Man sieht es an den Kartenvorverkauf. Das ist jetzt eben, obwohl VfB in den letzten Spielen ja auch immer tolle Zuschauerzahlen hatte für diese Klasse, finde ich das also schon sehr bemerkenswert. Da lagen wir mal um bei 3.000, Ende 2.000. So, und das wird jetzt dieses, also an diesem Freitag das Doppelte sein. Also da erkennt man eben schon, dass einmal aufgrund des letzten Jahres, dass die Leute wieder gewillt sind, auf jeden Fall ins Stadion zu gehen. Und wenn es dann natürlich dann eben so ein Derby ist, was ja dann eben auch in der Presse so ein bisschen hochgetrieben wird, dann freuen sich, glaube ich, ganz viele drauf. Und ich glaube auch, dass die Spieler dann diesen Fünkchen oder dieses Fünkchen also mitbekommen, diese Derby-Time-Geschichte dann zu haben. Vielleicht über die Zuschauer, wenn genau. Sie das sehen, wenn sie da so eine volle Hütte haben. Genau also, könnte ich mir vorstellen. Also ich habe immer gerne gespielt, wenn je mehr da waren, irgendwie hattest du denn das Kribbeln aber und das lief dann auch. Und das müssen die natürlich auch erstmal sehen. Aber hoffentlich erschrecken sie sich nicht, wenn sie plötzlich vor 5.000, 6.000 hier stehen, dass sie keine Angst bekommen. Das ist, glaube ich, auch ein Thema. Ich habe ja das erste Spiel ja auch in dieser Klasse vom VfB gesehen. Viele Spieler kannten diese Zuschauerzahlen eben halt noch nicht, was völlig normal ist. Ja. So, und man hat wirklich gemerkt, dass einige Spieler sich erstmal reinfuchsen müssen in diese ganze Spielgeschichte, vor allen Dingen mit den Zuschauern. Ja. So, und wie Manni eben schon sagte, ich glaube, das ist ja einfach nur ein Ansporn. Jeder Fußballer kennt es, und wenn eine große Zuschauerzahl eben ist, es ist doch immer noch ein Tick anders, als wenn man vor 300, 400 Zuschauern spielt. Und deswegen glaube ich auch eben, dass das auch von außen hereingetragen wird zu diesem Spiel, dass es eben schon sehr, sehr interessant wird, alleine durch die hohe Zuschauerzahl, die da ist. Ja, das hoffen wir doch alle. Dann danke ich euch beiden erstmal für ein paar schöne Derby-Erinnerungen und
auch den Blick in die Jetztzeit. Und dann freuen wir uns am Freitag auf ein schönes Derby und dann. Ja. Es wird gar nicht nach einem Ergebnis gefragt oder sowas, ne? Das ist ja eigentlich auch ganz interessant. Ne? Ich muss ja sagen, ich war ja bei beiden Vereinen und. Ach, da kommt es jetzt, auf den Tisch. Ich habe drum rumgeredet bisher. Manni war viele Jahre Trainer bei Phoenix. Ich war 8 Jahre Trainer bei Phoenix. Dann habe ich da gewechselt, weil diese Mannschaft, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, mit Kai, Flotke und die wären ja auch gerne noch geblieben, aber ja, da haperte es ein bisschen am Geld. Und da. Oh, das lass den Jungs nicht hören oder sowas, das kann ich nein, nicht. Nein, es waren ja für diese Sachen wäre das ja lächerlich, wenn ich die noch ein Jahr gehabt hätte. Dann hätte ich ja eine richtig Bombenmannschaft da gekriegt. Ja, und das drehte sich nicht um viel Geld, das waren Peanuts in dieser Zeit. Und jedenfalls haben sie laufen lassen. Ja, und ich bin abgehauen damals direkt. 5 Jahre und bin dann. Da haben sie mich wieder angesprochen von Phoenix. Da war Phoenix ja so weit runter, die hatten nur noch eine Jugendmannschaft. Und diese Jugendmannschaft spielt in der Verbandsliga. Und da haben sie dann gefragt, ob ich die nicht wenigstens trainieren könnte. Ja. Oder was weiß ich. Das habe ich dann ja auch gemacht. Ich hatte gedacht, das waren nur 9. Ich habe gedacht, wird das jetzt, hat sich da was geändert im Jugendbereich? Ja. Nein, da kommen noch welche. Aber ich möchte nicht sagen, wie ich das alles gemacht habe, sonst würden sie mich heute noch verhaften. Mein Betreuer hat immer gesagt, das mache ich nicht mit. Da unterschreibe ich nicht mit und sonst komme ich ins Gefängnis. Wo ich dann immer gesagt habe, ist doch siehst du, jetzt kommen die wahren Geschichten an. Sport. Jetzt ist es. Schlägt denn jetzt das Herz frei dafür Phoenix oder für VfB? Weil ich kann mich an beide Mannschaften noch nicht so richtig gewöhnen. Okay. Phoenix, wie gesagt, habe ich einmal gesehen, da habe ich gesagt, oh, das war gleich am Anfang. Mensch, ja, die haben eine gute Truppe zusammen. Und wenn ich jetzt diese Ergebnisse so sehe, leider, ich bin ja nun mal ein Torwart und ich sehe das dann ja von hinten. Und ich meine, wenn ich eine Mannschaft neu zusammenbaue, dann brauche ich erstmal einen Block, eine stabile Abwehr. Und wenn ich sehe, was die für Gegentore fangen, das sind keine schlechten Spieler. Aber deswegen kann ich sowas nicht verstehen. Also würde ich meinen, vielleicht sollen sie alle ein Tempotuch mit auf den Weg geben, wenn sie auflaufen, damit sie den Angstschweiß abwischen. Denn vor so vielen Zuschauern haben die ja auch noch nie gespielt. Und wenn dann beides kommt, letztes Mal erst 7-1 verloren, dann möchte ich im Moment noch kein Ergebnis sagen. Die haben Spieler, die sind gut. Wenn sie das auf die Reihe kriegen, dann wird es ein gutes Spiel. Aber vom Ergebnis her, ja, denke ich, dass das wohl VfB macht. Holger? Ja, ich halte das denn so wie in den letzten Derbys, nicht das 5-0, sondern ich hoffe und glaube, dass VfB natürlich gewinnt. Ich glaube, es wird ein enges Spiel, aber wie Manni eben schon sagte, ich glaube, ein sehr, sehr interessantes Spiel, aber mit einem positiven Ende für VfB. Ich tippe auf 3-1. Wunderbar, wir sind zufrieden. Danke, Holger, danke, Manni. Sehr gerne.